Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft. Schön, dass du, genau du, wieder mit dabei bist. So, Baroshem, ein stolzer Zwerg und Hexenmeister. Ich kenne euren Namen und eure Taten. Ich weiß, was ihr bereut und wofür ihr euch schämt. Und noch wichtiger, ich weiß, was aus euch werden könnte. Ein Leuchtfeuer der Schattenlande, das alles, das alle vereint. Das Symbol, das mein Volk braucht, um seine belanglosen Streitereien beizulegen und die Probleme zu bewältigen, die die gesamte Realität plagen. Vor euch steht der Hof der Ernter. Er umfasst Ventir, die ich zu meinem loyalsten und engsten Vertrauten zähle. Einst waren wir sieben, doch nun sind nur noch vier von uns übrig. Stellt euch ihnen vor, denn wo sie hingehen, folgt meine Macht. Oh. So, hallo. Was für ein sonderbares Instrument. Ihr steht vor dem Zehntern, dem Ernter des Neids, dem hohen Diener des Meisters und dem Hüter der Unterdrückten. Wie ich gehört habe, habt ihr dabei geholfen, einige der Rebellen niederzuschlagen, die in meinem Distrikt eingedrungen sind. Ihr sollt wissen, dass ich aus einem bestimmten Grund nicht eingeschritten bin. Meine Untergebenen sollen lernen, sich selbst zu verteidigen und ihre Loyalität beweisen. Wir brauchen euch hier. Wir kommen gut allein zurecht. Unterschätzt nie die Macht. Wurdet ihr jemals wirklich gedemütigt? Zwerg, wie ungewöhnlich. Und welch interessanter Duft von euren Seelen aus, von eurer Seele ausgeht. Sehr prägnant. Ich bin bekannt als die Furchthetzerin, Ernterin des Schreckens. In meinem Wald bin ich die Jägerin und die Seelen sind meine Beute. Kommt doch mal vorbei, es wird sicher ein erhellender Besuch. Nächstes Mal. Verschwindet hier, bevor es zu spät ist. Ihr habt also die Steingeborenen außerhalb von Dunkelhafen niedergestreckt. Ich bin sicher, ihr habt getan, was ihr für richtig gehalten habt, wie die meisten. Man kennt mich als die Steinhauerin. Die ersten Steingeborenen haben dank meines Hammers und Meißels das Licht dieser Welt erblickt und ich sehe sie als meine Kinder an. Sie sind alle Waffenbrüder und Schwestern und jetzt bekriegen sie sich wegen dieser unüberlegten Rebellion. Der Meister glaubt, dass ihr diesen Konflikt ein Ende setzen könnt. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich hoffe nur, dass ihr ein gutes Ende im Sinn habt. Die Steingeborenen sind. Ich bin ganz ohr. Ihr habt also den Schlund besucht. Faszinierend. Ihr müsst zu einer meiner Feiern kommen und davon erzählen. Vielleicht seid ihr im Schlund auf einige meiner früheren Bekanntschaften getroffen. Oh, ich bin die Gräfin, Ernterin der Begierde. Ich herrsche über den Schlossdistrikt und dessen viele Bezirke. Ich erspare es Graf Denatrius, sich mit den Adeligen auseinandersetzen zu müssen. Viel Glück mit den Aufgaben des Meisters. Unter den Adeligen laufen einige Wetten, wie lange ihr wohl durchhalten werdet. Bitte versucht nicht zu schnell zu sterben. Eure Ankunft ist das Interessanteste seit der Rebellion von Prinz Rennertal. Kommt bald wieder. Wer war Prinz Rennertal? Schlundgänger, und ich gebe euch einen Vorgeschmack von der Macht, die Revendreth bietet. Ventir von Revendreth kommt und lernt. Okay. Der neue Ankömmling ist ein Gast, dem hier alle Rechte und Privilegien zustehen sollen. Schlundgänger, erhebt euch nun als Waffe, die mit der Macht meiner Herrschaft gesegnet ist. So haben wir schon Kapitel 2 abgeschlossen hier. So, wo geht's weiter? Er wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen was quatschen und dann uns die nächste Aufgabe geben. Mute ich jetzt mal. Für diese Aufgabe leihe ich euch Prinz Renatals Medaillon und die Macht unseres geschätzten Freundes, dem Schlundgänger. Hm. Bringt mir die Anklägerin und ihr Medaillon gehört euch. Das des Prinzen ist bereits einem anderen Getreuen versprochen. Okay. Ihr seid so großzügig wie weise, Meister. Euer Wunsch ist mir Befehl. Willkommen in Revendreth. Ihr habt Graf Denatrius gehört. Heute steige ich in den Hof der Ernter auf. Euch wird das Glück zuteil, meinen Aufstieg zur Macht mitzuerleben.
Die Verräter haben die Brücke vor uns verbarrikadiert. Macht mir den Weg frei, damit ich unbehelligt auf die andere Seite gelange. Nun, da ich ein Erntemedaillon trage, kann sich mir niemand mehr widersetzen. Ich werde meine Macht aber nicht an dieses Gesindel vergeuden. Auf Erlass des Meisters ist die Anklägerin in den Kerker zu bringen und ich übernehme die Kontrolle über die Hallen der Sühne. Wir weisen den Erlass, euren Anspruch auf diesen Sitz und den korrupten Meister zurück. Euer Widerstand zeugt von eurer enormen Eitelkeit, Anklägerin. Ihr seid eures Titels, eurer Privilegien und eurer Macht nicht würdig. Und ihr habt kein Recht zu existieren. Kommt in meine Hallen und ich beweise es. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Okay, ich glaube, sie haben jetzt genug gequatscht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ganz, ganz viel Glück und Wohlseligkeit und Knuddeln. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt hier weiter. Was soll das? Road to 60. Habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Bald ist es soweit. Bald haben wir Level 60 erreicht. Wie den Rest. So, ich habe heute wieder ein paar Updates gemacht bei mir am PC. Ich hoffe, alles läuft gut. Ich werde mir auf jeden Fall die Aufnahme dann kurz ansehen, bevor ich die nächste angehe. Ich werde eure Demütigung genießen. Ihr wisst schon. So. Komm schon. Wie schnell die Unbeugsamen doch fallen. Ihre Seelen sind von Arroganz ausgehöhlt. Niemand ist so ausgehöhlt wie ihr, oberster Kämmerer. Habe ich schon wieder auf die Mülltüte übersehen? Gib mich frei! Man merkt, jetzt liegen wieder ein paar Stunden zwischen dieser und der letzten Aufnahme. Also ich habe jetzt jeden Tag so 5 Folgen aufgenommen, damit ihr auch ungefähr einschätzen könnt, wo ich gerade stehe. Immer wieder dazwischen ein bisschen in der Nacht gearbeitet. Ein bisschen ist gut gesagt, ne? Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch. Das ist interessant für diejenigen, die was sich auch ARK bei mir anschauen am Kanal. Dass wir nämlich eine zweite ARK-Map starten. Und ich werde eine zweite ARK-Map starten. Allerdings nicht mehr lokal, sondern auf dem Server. Und das rein in einem als Streaming-Projekt. So wurde sich eben schon mal gewünscht, dass ich auch ARK streamen soll. Was wir hier somit machen, und ich bin da schon immens gehypt drauf. Na boom. Boom, 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 boom. I got you immer room. Versperrt die Hallen! Niemand kommt oder geht! Ah! Oh, Anklägerin, ihr klingt... Fliegt mal aus noch, ne? Verängstigt. Ne, wo ist er denn? Ach, da kommt er erst. Hört zu! Ich werde mich nicht wiederholen! Ihr seid spät dran. Immer noch ein Ring. Der oberste Kämmerer wird die Brücke überqueren, wenn es ihm genehm ist. Vor seiner Ankunft werdet ihr den Sündenstein der Anklägerin an euch bringen. Weise Ventir wie der oberste Kämmerer verstecken ihren Sündenstein, damit er niemals gegen sie verwendet werden kann. Doch die Anklägerin ist zu stolz, um ihren Sündenstein zu verstecken. Stattdessen stellt sie ihn zur Schau, damit alle ihn sehen können.
Sie prahlt mit den vielen, vielen Sünden, die sie überwunden hat. Stolz, arrogant, aber noch wichtiger, töricht. Ihr Sündenstein liegt auf dem Altar vor uns, allem Anschein nach, unbewacht. Holt ihn euch. Endlich. Ja, da ist da sicher Falle dahinter, ne? Da einfach so einen Stein, einen wertvollen Stein dahinlegen. Warum holt ihr ihn nämlich sonst nicht selbst, weißt du? Das hat doch bestimmt einen Haken. Inquisitoren, schützt meinen Sündenstein und fliegt in Sicherheit. Ich kümmere mich selbst um diese Eindringlinge. Das ist also Denatrius ahnungslose Schachfigur? Ja, hallo. Eure Ignoranz ist keine Unschuld. Dieses Mal verschone ich euch. Kommt nicht zurück. Oh, Erfolg. Auf den Füßen zu bleiben, Schlundgänger. Ihr macht euch lächerlich. Und damit auch mich. Kann ich euch helfen? Ist das wirklich das Beste, was ihr zu bieten habt? Man entkommt seiner Vergangenheit nie, Schlundgänger. Jeder Ventier kam einst als Seele nach Revendreth und war mit den Sünden des sterblichen Lebens belastet. Wie alle Seelen meißelten sie ihren wahren Namen und schändlichsten Vergehen in Sündensteine. Derart private Kenntnisse können eine mächtige Waffe sein, wenn sie schlau eingesetzt werden. Findet die Sündensteine der Inquisitoren, die der Anklägerin helfen, damit ihr sie töten könnt. Beginnt mit Stelia. Wenn sie dann alle tot sind, bringt mir den Sündenstein der Anklägerin. Ich kümmere mich selbst um sie. Die Gerüchte um die Dürre sind... Ich lenke die Anklägerin ab. Findet und zerstört die Inquisitoren. So, wo sind die? Also, ich kann auf ihm reiten, oder wie? Steine sind die stärksten und verhasstesten Waffen in Revendreth. Wenn alle vor ihrer Vergangenheit flüchten, sollte man sie ihnen auf keinen Fall unter die Nase reiben. Das ist richtig. Ich suche die Inquisitoren. Findet ihr ihren Requiriert auch Tennel? Er weiß, wie man Sündensteine richtig einsetzt. Da haben wir noch eine Quest. Enteignet euch Tennel. Er weiß, wie man den Sündenstein richtig nutzt. Ja, aber was kann ich da jetzt tun? Tür ist verschlossen. Haben die hier vielleicht einen Schlüssel? Wäre jetzt irgendwie so naheliegend, oder? Dass die vielleicht wissen, wie wir hier in die Gruft reinkommen. Ah ja, seht ihr? Wusst ich's doch. Ja, ist grundsätzlich eine nice Quest. Jetzt haben wir wieder keinen Schlüssel, jetzt braucht man zuerst einen Schlüssel. Quest ist doch nicht so nice. Ich halte zur Anklägerin. Die Quest wird doch gerade ein bisschen anstrengend. Wenn man jetzt jeden da extra einen Schlüssel... Gibt es ja nicht so einen Generalschlüssel oder so? Wir werden euch brechen, wie den Rest. Richtig selbst. Und gib Aru. Fluchttunnel graben, okay. Hä?
Haben sie eh witzig gemacht, ne? So. Come on. Es kann nicht so einfach an die Schlüssel zu kommen. Das war irgendwie ja klar, ne? Dass das doch nicht so einfach geht wie gedacht. Noch eine Sünde. Büßen. Mich wird man nie vergessen. Wer bist du? Ich hab dich vergessen. Entschuldigung. Oh nein. Ah, mein Ding ist schon wieder weg. Ich werde mich nicht beugen. Ja, beug dich. Beug dich um die Seife. Entschuldigung. So, come on. Ah, was haben wir denn da? Ein Sündenstein. Wie schön, wie schön. Ich kann euch Themen nicht überlassen. Ihr versteht seine Macht nicht. Gib ihn mir. Ich will Themel. Da steckt aber gut was ein, ne? Stecke ich wieder was ein? Irgendwas grunzt da ganz komisch. Na, naja, wird aber auch Zeit. Gehorcht ab jetzt dem Schlundgänger. Seid aber bewahrt, Schlundgänger. Den Atreus hat euch belogen. Mag sein. Ich traue ihm auch nicht. So. Bringen wir es hinter uns, Meister. Komm mit, Timmel. Ich habe die Inquisitoren. Ich hoffe, ihr habt ihren Sündenstein. Natürlich, Echelon. Ihr seid der Schlundgänger. Inquisitoren verstecken ihre Sündensteine, um sich selbst zu schützen, wissen wir schon. Gut, Themel wird wissen, wie man den Sündenstein einsetzt. Ich mochte diesen Zwerg noch nie. Und Leute, wir haben es geschafft. Stufe 60. Seit Anbeginn Ravendreth war es Themels Aufgabe, die Sünden der Seelen zu verlesen, sodass alle es hören konnten. Jede Seele hier, auch Ventir, musste diese grimmige Verkündungen mindestens einmal über sich ergehen lassen. Er wird wissen, wie man den Sündenstein von Inquisitorin Stelia benutzen muss, um ihre Verteidigung zu durchbrechen. Befehlt ihm dies einfach, nachdem ihr die Inquisitorin aufgespürt habt, und schaltet sie aus. Aus dem Weg! Ich werde den zweiten Sündenstein finden. Uns hier wieder. Okay, bis dann. So. Ich bin sehr beschäftigt. Ihr beschuldigt mich? Yep. Ich habe jede Sünde auf diesem Stein gesühnt. Wir beschuldigen dich. Du bist schuld.
Silky. Und dann müssen wir nur mal die Kampagne schaffen, ne? Dann hätten wir eigentlich alles erledigt. Vor dem Release von Dragonflight. Sündensteins wird schwächer, Anklägerin. Wie lange werden meine Diener wohl brauchen, um euren zweiten Inquisitor zu eliminieren? Ist down. Ihr seid spät dran. Der Zauberschutz auf dem Sündenstein der Anklägerin wurde durch den Tod der Inquisitorin geschwächt. Wir müssen beide Inquisitoren töten, bevor der Schutz endgültig gebrochen ist. Dann haben wir Zugriff auf den Sündenstein der Anklägerin. Neues Höschen. Juhu. Inquisitor Philhelm hat außergewöhnliche Vorkehrungen getroffen, um seinen Sündenstein zu schützen. Er hat ihn in mehrere Stücke zerbrochen, die er dann versteckt hat. Er dachte, sein Sündenstein wäre so sicher vor uns. Doch sein Plan hatte dieselbe Schwäche wie der der meisten. Er hat willensschwache Untergebenen vertraut. Ich habe mehrere Gräber befragt, um ihnen Erfahrung zu bringen, wo sie die Sündensteinfragmente des Inquisitors versteckt haben. Er hat Gräber befragt, okay. Findet alle Bruchstücke dieses Steins und bringt sie zu mir. Warum hast du sie nicht gleich selber mitgenommen? Inquisitor Wilhelm hat seine Sündensteinteile auf dem Pfad oben versteckt. Ich finde den Inquisitor. Wollen wir jetzt wirklich mal nachfragen, wieso nimmst du dann nicht gleich mit, wenn du es eh gefunden hast, ne? Ah, da liegt noch was drunter. Und? Haben wir schon das erste? Ach, hier ist eine Bonusquest. Ja, 51 Gold, das ist jetzt nicht sehr prickelnd. Gut, mit ihm wollte ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen. Ey! Aber jetzt. Was glaube ich dann? Jetzt hackt's. So, komm schon. Okay. Leute, aber hier beenden wir die Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter die Sündensteinfragmente suchen. Bis dahin, schöne Zeit, bleibt gesund und ciao.